So, weiter geht's heute mit Watch Dogs. Aber wir sollen immer noch eine Bootstation untersuchen. Das machen wir heute. Zumindest ist das die Planung. Upsi. 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 Na dann fahren wir mal zu dem Zielpunkt. Ups. So, wir sind immer noch mit dem Thema, glaube ich, beschäftigt, mit diesem Scotland Yard-Ding beschäftigt. Und das machen wir doch. Mal gucken, was heute da passiert so. Okay, zumindest nicht, kein roter Bereich, das heißt, so viel Breitprozent wird es nicht sein, aber nun ja. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Abgelegen. Ein guter Ort, um nicht gefunden zu werden. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Jetzt fehlt nur noch ein Weg hinein. Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. Komm ich nicht rein, ne? Oder ist da irgendwas zum Hacken? Dann hacken wir die hier mal. Bingo. Aber... Darf ich was mitnehmen? Ja, wie muss ich da jetzt rein? Ziel ist gefunden, aber wie komme ich da rein? Kann sich über die Kamera klappen. Es wundert mich gerade, dass es das nicht geht. Hier hinter, aber ich muss ja irgendwie da. Ich muss ja irgendwie da rein, ne? Komm ich da oben drüber rein? Gut, weiter. Na dann.
Das ist gerade blöd. Wie soll ich denn da reinkommen? Ich untersuche die Bodenstation. Ja, würde ich gerne. Offen. Okay, funktionierte. So leicht entkommst du mir nicht. Ausschwärmen. Ich weiß, es ist jetzt gerade so ein bisschen. Dann nehmen wir mal trotzdem hier das Ding mit. Und auswählen. Nanu, na, funktioniert. Es wird immer seltsamer. Es ist wie eine winzige Polizeistation. Ich frage mich, was die hier macht. Wenn Albion durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Ja, da stimme ich zu, aber woran wurde hier gearbeitet, das letztendlich zum Toan-Anschlag geführt hat? Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. So, also, müssen wir uns in die Kopie... Gut. Komm ich da nicht ran? Okay. Okay. Da ist was zum Hacken. Dann machen wir das doch. Das ist Inspektor Caitlin Lau. Ehemalige Frau Inspektor. Seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Natürlich nicht. So, gucken wir mal uns durch den Computer durch. Und laden den Videolog runter. Inspektor Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber... Es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss-Lady zurück. Ich wusste einfach, sie hatte etwas damit zu tun, aber sie gab sich unschuldig. Aha, okay. Boss-Lady? Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. So, Bodenstation untersucht. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Langsam ergibt alles Sinn. Ich wusste, dass Albion aus Arschlöchern besteht, aber die Zusammenarbeit mit Clan Kelly ist etwas, das sie geheim halten müssen. Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück, einschließlich Clan Kelly und Albion. Die entführen Leute von der Straße, Zero Day oder nicht. Wir müssen etwas tun. Okay. Aber ich kann die Dings nicht nehmen. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur.
Schade, ich dachte, ich könnte die Drohne abschließen, mal da unten kurz mit euch schicken. Letzte Kapitel abgeschlossen, 7 Ziele. Ah, okay. Kelly-Kapitel begonnen, Körperklau. Und das nehmen wir natürlich mit. Diese Albion-Clan-Kelly-Sache hat einen schalen Beigeschmack. Und wenn Caitlin Lau recht hat, drängt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger DEZEC-Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DEZEC-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DEZEC enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Scheiße. Tja, die gute Nachricht ist, die Abschiebehäftlinge verlassen das Land nicht. Sie buchten sie im EPC ein und lassen sie da verrotten. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen. Aha. Das ist dann wohl die nächste Mission, die uns ansteht. Gut. Ja, die Folge ist wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen was kurz oder kürzer als die davor. Ich guck mal gleich. Vielleicht geht's auch gleich weiter, aber vielleicht machen wir auch Feierabend. Als falls wir uns Feierabend machen, sehen wir uns, falls wir Feierabend machen, sehen wir uns morgen wieder um 16 Uhr. Und falls wir uns, falls die Folge noch zu kurz war, ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Teil.